4. Heute geht es zum Stein, zur Steinformation S. Pontas. Da kann man direkt parken, läuft dann dahin. Und von dieser Steinformation kann man dann auch direkt zum gegenüberliegenden Strand. Das werden wir dann auch fußläufig in Angriff nehmen. Auf dem Rückweg von diesem Strand haben wir uns ausgemalt, noch zu einem sehr abgelegenen Strand zu fahren. Name ist hier eingeblendet. Genau, das ist so auf jeden Fall der grobe Plan für heute. Und auf geht's. So, wir haben gute 50 Minuten Fahrzeit hinter uns. Am Steinbogen S. Pontas hier gibt es direkt einen Parkplatz. Der ist kostenlos, den könnt ihr benutzen. Ansonsten gibt es hier aber auch genug Seitenstraßen, auf denen man, oder in denen man parken kann. Wir hatten Glück, wir haben jetzt noch einen Parkplatz gefunden. Waren auch noch zwei, drei andere Parkplätze frei. Wir haben jetzt 20 nach 10 und laufen jetzt zu dem Steinbogen. Das sind zu Fuß, keine Ahnung, 5 Minuten vielleicht. Und ja, ist alles ausgeschildert hier. Man findet es auf jeden Fall super leicht. So, wir sind an der Steinformation S. Pontas angekommen. Ihr seht sie hinter mir. Wir sind hier tatsächlich ganz alleine. Wahrscheinlich, weil es noch relativ früh ist. Wie gesagt, der Weg ist sehr einfach zu finden. Ihr habt hier überall Möglichkeiten, euch hinzusetzen. Hier sind Bänke und Mülleimer. Und wir erkunden jetzt noch ein bisschen die Gegend hier. Und dann geht es weiter zum Strand. Nachdem wir bei S. Pontas waren, sind wir dann noch zu dem nahegelegenen Strand, wie angekündigt, Playa de Santani. Sorry für die Aussprache, mein Spanisch ist nicht das Beste. Ja, ist ein sehr schöner kleiner Strand mit einer Bucht. Das Wasser ist sehr flach am Anfang, super für Familien. Uns wurde es dann hinterher tatsächlich ein bisschen zu voll und sind dann die Reise angetreten zu einem anderen Strand oder Bucht. Hier soll es einen Kieselsteinstrand geben. Wir laufen da jetzt gerade hin, man kann hier kostenlos parken. Muss dann noch ungefähr so 10-15 Minuten laufen, um an den Strand anzukommen.
Der Name der Strand ist jetzt hier unten eingeblendet. Habe ich tatsächlich jetzt gerade vergessen, beziehungsweise ist mir entfallen. Und ja, mal gucken, wie schön dieser Strand sein wird. Zur Calabrafi. Ich brauche gar nicht viel sagen. Ihr seht es hier hinter mir. Es ist einfach eine 10 von 10. Mir fehlen da tatsächlich so ein bisschen die Worte. Ist eine Bucht, die super einfach zu finden ist. Ihr könnt oben an der Straße parken. Lauft dann so ungefähr 10 Minuten einen kleinen Trampelpfad hier hin. Und müsst dann ein paar Stufen bergab gehen und dann seid ihr schon hier. Das Grandiose an diesem Strand ist, dass hier wirklich nicht viele Menschen sind, als wir angekommen sind. Waren so 15 bis 20 Leute hier. Jetzt zur Mittagszeit sind ein bisschen mehr, sind vielleicht ja, maximal 30 Leute hier. Die Bucht an sich ist eine Mischung zwischen Kieselstrand und Sandstrand. Es ist super flach abfallend ins Wasser rein. Im Wasser könnt ihr dann Fische beobachten. Ihr seht Krebse, ihr habt unzählige Muscheln. Also da ist für jeden was dabei. Die ganze Bucht ist, ich würde mal schätzen, 8 bis 10 Meter breit und so 70 Meter lang ungefähr. Danach geht es raus aufs Meer und das Ganze wird abgerundet durch schöne kleine Yachten, die hier auf dem Wasser schwimmen, und das bietet einfach rundum einen super, ein super tolles Bild. Wir haben uns hier einen kleinen Schattenplatz gesucht zwischen zwei Bäumen. Das ist so mit der einzige, da hinten sind noch ein paar Schattenplätze. Das ist so das einzige Manko an diesem Strand, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr hier in der Nähe seid im Osten, dann fahrt auf jeden Fall Calabrafi an.